Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 und dem Beagle. Obwohl ich nur das mit Stanley zu Ende gemacht habe und jetzt hier die Little Sisters und Gil Alexander gemacht habe, habe ich das Gefühl, als hätte ich einfach den ganzen Tag durchgezockt. Ich habe im Grunde bis jetzt eigentlich nur 2 Stunden gespielt. 3 Stunden gespielt. Und es fühlt sich an, als hätte ich den ganzen Tag gespielt, weil es sich so schlimm irgendwo spielt. Die Story ist cool, aber irgendwas ist mit dem Balancing hier komplett anders als in Teil 1. Und auch in Teil 3. Ich habe es in Teil 3 auch so nicht in Erinnerung. Aber gut, ich muss noch diese Little Sister abgeben und dann irgendwie schaffen, die Big Sister zu besiegen. Dann muss ich zu Gil Alexander. Und ich hoffe, dass ich es dann so halbwegs langsam, aber sicher geschafft habe, wenn ich ehrlich bin. Willkommen in Rapture. Willkommen in Rapture. Mal fix speichern. Wo gebe ich sie nochmal ab? Dahin. Nein, doch nicht dahin. Ups, vertan. Ich höre doch das. Was? Was? Wie bin ich denn da jetzt durchgekommen, ohne dass. Ach, egal. Ich stelle zu viele Fragen. Aber ich höre doch das A, deswegen höre ich das. Hier ist doch irgendwo noch so ein Alpha-Daddy. Auf die Augen, Daddy! Geh auf seine Augen! Ja. Ich schwöre euch, ich höre hier noch irgendwo ein. Ich höre einen Big Daddy vor allen Dingen. Ich rette sie und dann hoffe ich auf das Beste. Danke. Jede Little Sister getroffen. Oh, das waren sie alle! Das waren sie alle! Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen. Im Gatherers Garden. Geh doch. Hol es dir. Na? Kleine, bitte, du machst mir die Tour kaputt. Nein. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab offiziell Schiss. Ich hoffe, dass das dann auch die letzte. Wo ist sie? Wo ist sie? Adam geholt. Oh Gott im Himmel. Und so auf Erden. Nehm ihn bei. Ich hab nichts mehr. Weder hier noch da noch dort. Das ist ja faszinierend. Rot sowieso nicht mehr. Boah. Was höre ich hier die ganze Zeit? Egal. Hallo Zirkus der Werte.
Zirkus der Werte. Warte mal, ist da vorne nicht auch noch... Bienvenido al amor, bandido! Mi amigo, amaro, mamio. Die sind scheiße. Speere, 35 kosten die. Wow. Aber die sind schon ganz geil. Die sind nice, die Speere. Ich habe alle Little Sister geschafft, Leute. Ich finde das ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, was ich hier die ganze Zeit höre, wenn ich ehrlich bin. Ich will es auch gar nicht wissen. Habe ich meinen Timer eigentlich angemacht? Ich weiß es gar nicht. Ja, hab ich. Nervig, der Dude. Das ist Affenscheiße! Ich scheiße auf deine Affenscheiße, ey. Na du? Ich will dir nicht in die Quere kommen. Promised. Boah, ich kann jetzt getrost der Haupthandlung folgen und so tun, als wäre nichts. Wer ist da? Muss cleverer sein. Ah! Verdammte Schein! Kleines Präsent für dich, Arschgesicht. Oh. Er hatte nur Geld. Ich muss da lang. Ups. Wie stimmt es bitte? War ich hier nicht schon mal? Er hat nichts für mich. Doch, ich war hier doch schon mal. Was ist das Problem? Da ist eine Kamera. Irgendwo. Warte mal, gucken wir nach. Und da ist ein Tonband. Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Wie schnell man hier den Rotz aufgebraucht hat, ist echt heftig. Wieso? Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Aua. Wo kommt ihr denn her? Kann ich hier irgendwas für mich? Der ist genau über mir. Was gibt's hier denn Feines für mich? Nicht viel, aber etwas. Das ist ja schon mal was. Habe ich immer noch kaum was. Die haben echt nur Bohrer. Sag mal, kein Zutritt. Kann ich da trotzdem rein? Ah.
Ja, mio. Es bajajo. Aber... Ah, okay. Das verstehe ich. Wie können auf so engen Gang so viele Gegner sein? Hm, hm, hm? Im Eves Garden. Es ging übel aus. Mein Samen. Verkauft an den Feind. Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich, sind diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Dr. Lamb machen. Wisst ihr, was ich an der Synchronstimme von Andrew Ryan richtig, richtig geil finde? Man hört ihm jede Tonlage exakt raus. Man hat ihm jetzt die Verzweiflung angehört, die Resignation angehört. Sein, aber musstet ihr uns pushen? Hilf mir, den Halunken zu finden. Aber auch wenn er überheblich ist, auch das kommt halt immer raus. Also finde ich total geil gemacht einfach. Armer Gilbert. Es war sein Wille zu sterben. War es das? Ich weiß es nicht. Einmal wieder voll machen, bitte. Danke. Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Aua. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren? Wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Alter. Nee, was ist falsch mit dir? Gib Kohle. Gib Heilung. Ich finde es ein bisschen belastend, dass Augustus Sinclair stellenweise verschiedene Synchronstimmen hat. Zwei Stück genau genommen. Die hier am meisten, die wir gerade gehört haben, aber zwischendurch eben auch noch eine andere. Und das finde ich belastend. Wollen wir mal speichern. Ganz wichtig, speichern ist immer wichtig. Behältersystem für Tiefseelebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Nein. Oh nein!
denn? Ach komm her. Ein Herumtreiber? Vielleicht. El amigo y amaro. Hab ich nichts mehr von, ne? Schrot habe ich auch nicht mehr. Das ist die Frage, Schrot oder Dings? Schrot oder Dings? Schrot oder Dings? Schrot oder Dings? Sorry, aber... mal. Ja, das reicht langsam mal. Du willst mich überlisten mit dieser... Eigentlich will ich dich nicht überlisten. Mir ist scheißegal, was du tust. Bestechungsaktion? Diesem Almosen? Diesem hanebüchenen... Ich verfluche dich, Delta! Perfekt, mein Junge. Ja, du da hast ihn meine am ich Haken. Andere Synchronstimme. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Den Schlüssel zu Lams Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Junge, mein Geist erlischt, kann muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Ich darf niemanden töten. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Jede Entscheidung, ob ich jemanden hier töte oder nicht, sei es gerechtfertigt oder nicht, beeinflusst das Ende. Ich habe nicht vor, ein schlechtes Ende zu kriegen. Das heißt, ich darf ihn leider nicht töten, auch wenn ich in diesem Fall das ziemlich unangebracht finde, diese Existenz am Leben zu lassen. Das ist moralisch einfach total verwerflich, nur, wie gesagt, ich kriege sonst ein scheiß Ende. Aber... Seid euch gesagt, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ohne dass ich damit ein Ende beeinflusse, dann hätte ich ihn getötet. Dann hätte ich ihn getötet. Lamps Versteck gefunden. Ich fühle mich richtig mies mit dem armen Typ. Ich fühle mich richtig mies. Er hat es nicht verdient, am Leben zu bleiben. So für den Frieden und so. We will return. Eleanors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist.
Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Ach so. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Lächerlich, Leute. Total lächerlich. Echt mal. Na gut, ihr Lieben, dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt noch weitergeht, was da noch kommt. Kann ich den nicht? Ne, kann ich nicht. Wie gesagt, ich bleib dabei. Es tut mir so unfassbar leid, dass ich den armen Gil Alexander nicht umbringen konnte. Wegen dem Enden. Ich finde, hier hätte man irgendwie einbauen sollen, dass das dann die moralisch richtige Entscheidung ist, ihn zu erlösen. Aber gut. Das Problem ist, ich muss halt alle Little Sister haben. Ich darf keinen einzigen getötet haben für ein gutes Ende. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!